Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, sieh dir an, was im Telegram-Chat gerade rumging. Obergrenzen für Familienfeiern, mehr Maskenpflicht, neue Teststrategien. Darüber diskutiert heute die Kanzlerin mit den Länderchefs vor dem Hintergrund, wie es seit Wochen heißt, der steigenden Zahlen. Die täglichen Fallzahlen sind seit Juli kontinuierlich gestiegen, bis vergangenen Samstag. In dieser Woche ist der weitere Trend bisher noch nicht klar. Nahezu verdoppelt hat sich in den letzten 2 Monaten die Zahl der Tests auf jetzt knapp 1 Million. Wenn man das berücksichtigt und auf die positiven Rate, also den Anteil der Positivergebnisse schaut, ist seit der ersten Welle im März und April mit dem Spitzenwert von gut 9% keine zweite Welle erkennbar. In der letzten Woche sank die Rate sogar auf 0,88%. Auch die Reproduktionszahl R liegt beim 7-Tages-Wert wieder unter 1. Vor allem aber gibt es anteilsmäßig so wenige schwere Fälle wie noch nie. Nur noch 5% mussten zuletzt ins Krankenhaus. Auch der Anteil der Todesfälle ist noch unter Vorbehalt auf einem Tiefststand. Der Bonner Virologe Streeck sagte dazu am Abend in der ARD: Gefährlich ist es, wenn man wirklich krank wird. Es ist ja ein ernstzunehmendes Virus, aber auf der anderen Seite dürfen wir es nicht überdramatisieren. Mhm. Denn die meisten Infektionen seien nicht gravierend. Die reinen Fallzahlen würden im Herbst noch deutlicher steigen, seien aber kein guter Gradmesser, so Streeck. Wie also weiter umgehen mit den Zahlen und mit dem Virus? Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, wir wissen das ja schon länger. Aber die Maßnahmen, die Angstmacherei, wieso gibt es immer noch so viele, die sich nicht dagegen wehren? Vielleicht deswegen. Das einzige Problem ist, die Leute sind noch nicht stinkig genug. Das ist das Problem, uns geht's so gut. Und das war schon immer das Prinzip der Herrschenden. Es ging noch nie, von daher vielleicht der positive Aspekt, wenn du so willst, die Zeiten sind heute nicht schlechter als früher. Es war schon immer so. Es ging nie darum, was die Masse der Menschen will oder braucht. Es ging schon immer darum, was für die Reichen und Mächtigen richtig und gut ist und wie sie ihren Status vermehren können. Für die anderen hat man immer nur so viel übrig gelassen, damit die Schnauze halten. Das ist heute so wie immer. Aber die kommen immer nur dann in Probleme, wenn sie das übertreiben. Wenn die Krümel, um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, die unter den Tisch fallen, zu wenig sind. Aus welchen Gründen auch immer, weil die sich oben nicht einig sind oder sonst was. Das ist momentan in Spanien der Fall, das ist in Griechenland der Fall. Da fallen zu wenig Krümel vom Tisch und dann haben wir plötzlich sehr schnell Millionen auf der Straße und haben die brennenden Barrikaden und so weiter. Solange die den Fehler nicht machen, solange hier in Deutschland immer noch der FC Bayern die Titelseite bestimmt und das Oktoberfest und irgendwie die nackte Oberfläche von irgendwelchen Promis, so lange scheint es uns noch nicht schlecht genug zu gehen, als dass wir die Leute flächendeckend auf die Straße bringen. Und wenn da ein paar Spinner, wie wir es hier sind, uns auf die Straße begeben oder den Mund aufmachen und sagen, aber wir müssten doch mal. Dann sagen die, komm, lass die blocken, lass die spinnen, lass die diskutieren, alles fein. Das interessiert uns nicht, solange es nicht die Masse ist, die am Ende die Wahl tatsächlich dann in der Wahl was bewirkt. Das ist eben auch ein Schutz durch die Demokratie. Wenn ich die Masse ungebildet und doof halte, dann machen die schon, dann stimmen die schon so ab, wie ich das brauche. Und dann kann ich die paar Spinner ruhig lassen. Deshalb vielleicht das dazu. Okay, ich verstehe. Was sagen denn die Herren in dieser illustren Runde? Die wollen wir hier im Studio und zugeschaltet diskutieren mit Sebastian Schaer, bei mir, dem FDP-Politiker aus Berlin, außerdem mit Karl Lauterbach, dem Ihnen vermutlich bekannten SPD-Gesundheitspolitiker und auch mit dem Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer. Hier handelt es sich um eine Demonstration, wo angekündigterweise gegen die Corona-Schutzvorschriften verstoßen würde. In der Tat, der Protest gegen diese Schutzvorschriften ist genau, weshalb überhaupt demonstriert wird. Und da damit zu rechnen ist, dass also die Schutzvorschriften daher nicht eingehalten werden, wäre die Teilnahme an der Demonstration durch große Menschenmengen eine Gefährdung anderer. Die Realität zeigt ja von der also Demonstration, die schon stattgefunden hat, dass die Corona-Gegner und Leugner dazu nicht bereit sind. In der Tat, die ganze Demonstration wäre ja sinnlos, wenn die Leute dort mit Mundschutz auftreten würden. Sie würden sich ja selbst widersprechen. Es ist ja nicht also zu erwarten, dass jemand gegen den Mundschutz demonstriert und hat ihn dann an beispielsweise.
Somit würden wir das erwarten können, was also jeder normale Mensch erwartet, dass der Zweck der Demonstration auch demonstriert wird, indem man sich genauso verhält. Ja, verstehe. Relativ rücksichtslos. Und da hatte man ja eh schon das Gefühl, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Also wenn es gegen Black Lives Matters ist und gegen Rassismus, dann sagen alle, auch in der Partei von Herrn Lauterbach, der SPD, juhu, das finden wir toll. Selbst dann da auch der Abstand, wie wir hier sehen, ich glaube, das ist eine Black Lives Matters Demo, was ich gar nicht eingehalten wird. Aber das mal geschenkt. Wenn die Auflagen vorher angekündigt worden wären, wenn, sagen wir, die Black Lives Matter Demonstranten also gesagt hätten, wir halten uns an die Auflagen und es wäre dann nicht zu sehen gewesen, dann hätte ich es aufgelöst. Aber hier ist ja die Sondersituation, dass von vornherein gesagt wird, wir demonstrieren gegen die Maßnahmen, wir halten uns nicht daran. Und mit der Begründung, mit der diese Demonstration abgesagt wurde, wird halt eben genau der Konflikt weiter geschürt. Und Herr Fleischhauer hat eben völlig zu Recht nochmal zitiert. Und eigentlich müsste sich Herr Lauterbach davon auch distanzieren, dass ein Innensenator, der auf die Verfassung vereidigt ist, mit solch einer Argumentation eine Demonstration absagt. Ich will nicht ein zweites Mal hinnehmen, dass diese Leute bei uns in der Stadt demonstrieren, halte ich für eine enorme Aussage. Und die kann ich mir nur so erklären, dass in Berlin, das ja übrigens das Experimentierfeld für die neue Koalition Rot-Rot-Grün ist, die wir ja auch im Bund jetzt gerade angepriesen bekommen, dass in Berlin mittlerweile man einfach daran gewöhnt ist, sich an Recht und Gesetz im Senat nicht mehr zu halten, wie man beim Mietendeckel ja auch gesehen hat. Legal, illegal, scheißegal. Das ist offenbar das Motto von Rot-Rot-Grün. Also die Frage ist, ob es inhaltlich berechtigt ist, in Anbetracht der Tatsache, dass wir größte Mühe haben, eine zweite Welle, eine Demonstration abzusagen, wo es wahrscheinlich ist, weil die Teilnehmer sich so, sag ich mal, artikulieren, dass die Pandemieschutzmaßnahmen, auf die wir alle angewiesen sind, nicht eingehalten werden. Das finde ich vollkommen logisch. Alles andere würde mich also überraschen. Aber in Zeiten, wo wir alle auf Grund- und Freiheitsrechte auch am Anfang dieser Pandemie, wie ich finde, zu Recht verzichtet haben, uns einschränken lassen haben und wir Zug um Zug diese Freiheits- und Grundrechte uns wieder zurückgeholt haben, mit gegenseitiger Rücksichtnahme, auch was die Frage des anderen betrifft, Gesundheitsschutz, Hygieneschutz, Abstand halten, Maske tragen, all das ist richtig. Aber das bedeutet eben auch, dass das, was jetzt möglich sein muss, auch umgesetzt wird und nicht mit einer politischen Begründung einfach weggewischt wird, weil man die Annahme hat, dass es schief gehen könnte. Wo kommen wir denn dahin? Aber ich habe jetzt mal aus der Diskussion entnommen, dass Karl Lauterbach von der SPD auch auf unserer Seite wäre, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, gegen Rassismus, gegen Rechts, dann laden wir ihn hier in die Bildrunde ein und dann wird er auch ein flammendes Plädoyer dafür halten, warum man die Antirassismus-Demo ebenfalls verbieten muss. So ist es. Und das ist doch so ist es. So ist es. Aber vielleicht gelingt es ja auch, alle Demonstrationen einfach stattfinden zu lassen. Vielleicht halten wir die ja alle aus. Vielleicht ist das ja auch eine Lösung, wenn auch nicht für Herrn Lauterbach. Ja, also ich meine, es ist eh einiges, wenn man so sich aus dem Haus heraus bewegt, was man nicht mehr so ganz versteht. Also wenn ich jetzt von Freunden höre, die mir Fotos auch geschickt haben von dem letzten Reise von, glaube ich, Berlin nach Wien in einem vollgepackten Deutsche Bahn ICE-Waggon, wo die Leute sogar auf dem Boden saßen, ja, also wie die Ölsardinen, so dicht beieinander und gleichzeitig im Kino müssen jetzt immer drei Plätze frei bleiben, ja, und bei so einer Freiluftdemo sagt man Riesenansteckungsrisiko, also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich habe das Gefühl, so ganz weiß man nicht in Berlin, was man tut. Interessant, interessant. Nur, was ist eigentlich dieses Berlin, von dem alle reden? Ich glaube, das schaue ich mir am Wochenende mal an. Bis dann.